Flutlicht an für K.O. Runde 6 im Niederrhein-Pokal. Die Spielvereinigung Velbert, der Fünftligist, empfängt den MSV Duisburg. Die Zebras natürlich allein schon aufgrund der Liga-Zugehörigkeit der haushohe Favorit. Und bei Velbert in den weißen Trikots hofft man so ein bisschen darauf, die Pokalmagie heute Abend einfangen zu können und so die Überraschung zu schaffen. Vorher gibt's aber erstmal eine Schweigeminute für die Menschen in der Ukraine, deren größte Sorge mit Sicherheit gerade nicht dieses Niederrhein-Pokalspiel ist, sondern die sich um ihr Leben fürchten. Und dementsprechend auch von unserer Seite nochmal ein ganz klares Nein zu Gewalt und Krieg. Und dann geht's rein in die Partie und für die MSV-Fans in Minute 21 rein ins Stadion. Da gab's wohl Probleme beim Einlass. Naja, jetzt sind sie drin und sehen, wie der noch ungeschlagene Tabellenführer der Oberliga Niederrhein, der Außenseiter, nach 40 Minuten mit 1-0 in Führung geht. Aniel Aydin, das ist locker, das ist lässig. Über Kopens hinweg. Der MSV verteidigt das wirklich ganz, ganz schlecht und hat dann Glück, dass man nicht mit dem Rückstand in die Pause geht, denn in 45 plus 2 macht Orhan Ademi den 1-1 Ausgleichstreffer. Und das ist ein unglaublich wichtiger Zeitpunkt. So kurz vor der Pause nimmt das nochmal den Wind aus den Segeln. Und Velbert, die in den weißen Trikots, das passt, denn in der Defensivarbeit sind sie da wie Geister non-existent. Das geht so einfach mit dem 1-1. Dürfen dann beide in der Pause nochmal die ersten 45 Minuten durchgehen. Hagen Schmidt hat auf jeden Fall einiges zu tun. Der MSV mit einer Blamage hier in Velbert. Au, das wäre gar nicht gut mit Blick auf die nächsten Wochen. Stichwort Abstiegskampf, dritte Liga. Für Velbert wäre das natürlich ein weiteres Highlight in einer eh schon so erfolgreichen Saison. Doch bevor man darüber redet, sind ja noch ein paar Minuten zu gehen. Der MSV wie ausgewechselt. Stoppelkamp. Und dann ist es wieder Orhan Ademi. 2-1. Die Zebras drehen die Partie. Und Stoppelkamp, der wird von allen umarmt und geherzt. Für die super Vorlage Ademi. Aber auch mit einer unglaublichen Ballannahme. Und dann ganz cool vor Marvin Gomoluch, der 2019 aus der U19 des MSV zu Velbert gewechselt ist. Also für ihn ein Spiel gegen die Herrenmannschaft seines Ex-Clubs, bei dem er jetzt zusehen muss, dass er den Elfmeter hält, den es vollkommen zu Recht gibt. Hier wird Alabak hier ein Bein gestellt und so kommt es zum Duell. Gomoluch gegen Stoppelkamp. 1, 2, 3! Das sind die Schritte, die Moritz Stoppelkamp braucht, um den Torestand beim MSV auf dieselbe Zahl zu bringen. Da, zack, zack, und dann ohne große Fackelei haut er den rechts oben rein. Keine Chance für Gomoluch. Hagen Schmidt gibt an der Außenlinie Applaus für die Leistung seines Teams in Durchgang 2. Und das wird noch besser, denn in Minute 67 steht es 1-4. Aus Velberts Sicht Marvin Adjani. Da ist keiner, aber auch wirklich niemand bei ihm, der da noch eingreifen könnte. Und das, obwohl drei Jungs in Weiß da im Strafraum sind. Unglaublich schlecht verteidigt von der Spielvereinigung, die nochmal alles probiert und deren Wechsel nicht fruchten. Denn es endet mit 5-1 Alabak hier in der 88. Minute mit dem Schlusspunkt in einer eh schon entschiedenen Partie. Gomoluch, ja, der macht da so ein bisschen Breakdance und Rumgerutsche auf dem Rasen. Ist dann machtlos gegen den Abschluss von Alabak hier, der Ex-Borusse. Und so zieht der MSV relativ ungefährdet in die nächste Runde ein. Bei der Spielvereinigung Velbert ist jetzt volle Konzentration auf die Liga angesagt. Ja, ich denke, nach einer von uns nicht so guten ersten Halbzeit, wo wir viele technische Fehler hatten, im Spiel auch zu weit vom Gegner weg waren,
haben wir dann noch kurz vor der Halbzeit die Halbzeit so ein Stück weit gerettet mit dem Ausgleich. Und ich denke, nach dem Wechsel hat man dann schon gesehen, dass da nochmal wir eine Schippe draufgelegt haben, einfach viel besser im Spiel waren, in den Zweikämpfen waren, Fußball gespielt haben und dann am Ende auch in der Höhe und doch verdient gewonnen haben, ein paar schöne Tore erzielt haben. Und jetzt müssen wir das für das Wochenende mitnehmen und da gegen Köln das nächste einfahren.